Also genau definieren kann man den Begriff zurzeit eigentlich nicht, denn tatsächlich ist gar nicht genau definiert, was eigentlich intelligent ist oder was genau als intelligent gilt. Von daher, wir haben aber so ein Verständnis, was wir immer wieder verdeutlichen. Und da ist es eben so, dass die künstliche Intelligenz sich eben an die menschliche Intelligenz anlehnt und die fokussiert sich dann eben auch auf gewisse Anwendungsprobleme und diese Anwendungsprobleme. Probleme sind dann eben, wie gesagt, fokussiert. Das heißt, wenn jetzt auf einem Bild irgendwie ein USB-Stick zu erkennen sein soll, dann kann es das genau sehr, sehr gut. Aber wenn da jetzt irgendwie eine Birne legen würde, dann würde sie halt die Birne nicht erkennen, ja. Und sie kann halt eben ganz selbstständig, ohne explizit programmiert gewesen zu sein, eben abstrakte Probleme lösen. Und das ist eben so das Kennzeichen von der KI. Was da auch noch mit reinspielt, ist eben, dass es eben auf Daten basiert. Das ist so das Grundlegendste. Das heißt, diese Lernfähigkeit von künstlicher Intelligenz basiert eben auf den Daten. Deshalb sind die auch extrem wichtig, je nachdem, mit was man eben die KI füttert.